Hallo, mein Name ist Maike Kranz von 123 Effizient dabei. Heute kommt der nächste Tipp zum Thema Entschleunigung und da möchte ich Sie dazu ermutigen, einmal medial abzuschalten. In diesem zweiten Teil der Videoserie zum Thema Entschleunigung geht es darum, dass ich Sie dazu ermutigen möchte, einmal medial abzuschalten. Das heißt, wenn ständig das Handy klingelt oder im Posteingang eine E-Mail ankommt und dann eben auch dieses Pop-up-Fenster erscheint, Sie haben eine neue E-Mail erhalten, dann sind einfach die Ablenkungen, die ständigen Ablenkungen vorprogrammiert. Und das ist letztendlich nicht gut, wenn man sich auf eine Aufgabe konzentrieren will. Ja, dann werden Sie zu sehr vom Tagesgeschäft abgelenkt. Und deswegen die Empfehlung, Handy aus, natürlich insbesondere bei Besprechungen. Schalten Sie diese Benachrichtigungsfunktion in Ihrem E-Mail-Programm bitte auch aus, sondern und gucken stattdessen lieber gezielt, zum Beispiel dreimal am Tag in dem Posteingang und schließen ansonsten das Programm, sodass Sie auch wirklich nicht in Versuchung geraten, mal eben zu schauen, ob nicht doch noch eine Mail angekommen ist, die ja vielleicht wichtig sein könnte. Dazu kann ich immer nur sagen, wenn jemand etwas von Ihnen will und das ist wirklich wichtig, dann soll er Sie anrufen. Denn man kann nie wissen, wann wirklich jemand Zeit hat, mal E-Mails zu lesen. Sie könnten ja auch gerade in einem Seminar sein oder in einer längeren Besprechung. Wenn jemand wirklich dringend etwas von Ihnen will, ja, dann soll er Sie besser anrufen, statt Ihnen eine E-Mail zu schicken. Hat Ihnen das Video gefallen? Dann abonnieren Sie meinen Kanal. So erhalten Sie jede Woche sofort umsetzbare Tipps für mehr Effizienz an Ihrem Arbeitsplatz. Melden Sie sich bitte auch zum kostenlosen Newsletter an. Als kleines Dankeschön schenke ich Ihnen mein 24-seitiges E-Book mit meinen 10 besten Tipps für mehr Effizienz und Produktivität im Büro. Dazu einfach hier rechts klicken und Sie erhalten das E-Book sofort in Ihren Posteingang.